Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur NHL 21, zur DEL-Season mit den Bremerhavenern Fishtowners. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage gegen Düsseldorf am letzten Spieltag versuchen wir heute zu Hause in Bremerhaven gegen die Eisbären aus Berlin einen Sieg hier in dieser Season hinzulegen. Die Jungs laufen sich schon mal warm. Der Maxwell ist im Tor. Und da schauen wir mal, wie es im ersten Heimspiel ausschaut. Bremerhaven Wink des Bulli gegen Berlin. Berlin spielt ganz gut zusammen. Aber Maxwell Hipp. Maxwell Hipp. Hat nicht funktioniert, ich hab's probiert, hab's gesehen. Schuss, Schuss, immer wieder Schuss. Aber noch ist der Goalie von die Berliner gut drauf. Aber ich möchte echt schauen, dass ich den Müll wieder mache. Schade, schade. Fangt gar nicht so gut durch. Also lass ich mich jetzt gar nicht davon beeindrucken. Super gemacht, super gemacht. Auf geht's, Bremerhaven, auf geht's, kämpfen, siegen. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Wir müssen ja da, wo jetzt da durchspülen. Zu null, aber das sagt noch nichts. Wir haben nur zwei Drittel, meine lieben Sportsfreunde, das hole ich schon auf für Bremerhaven. So,
Alles klar. Ski angefangen. Immer wieder greifen. Verlieren wir das Pulli. Aha! Verdammte Kacke! Schwierigkeitsgrad Stufe 2, echt ein bisschen zu viel. Die Freezers ist gut gegangen mit der Schwierigkeitsstufe 2. Aber hier ist es 1:2 für Bremerhaven. Rein theoretisch müsste es ja sein, gell, dass hier das auch mit der Stufe 2 funktioniert. Ich muss gerade besser spielen. Jawohl, schön gemacht. Und somit Ausgleich für Bremerhaven. Ich muss gerade reinkommen mit der Mannschaft und passt es schon auf Stufe 2. Nummer 14 macht es schon. Jetzt ist wieder alles offen. Meine lieben Sportsfreunde, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt geben wir Gas, das ist unser Hometown. Hier regieren die Fischtauners. Können wir uns eigentlich hier das Kader auch anschauen, die Nummern, schon glaube ich, gell?
gemeinsame Reihen bearbeiten. Da müsste dann die Nummern auch dabei stehen, oder? Ah, die Nummern stehen hier nicht dabei. Maxwell ist Torhüter Nummer 1, okay. Da kriege ich Teamfeedback, da Nummern sicher nicht. Nee, ich habe gemeint, dann hätte ich mal wenigstens die zwei Nummern. Ich habe neben mir eine Liste stehen. Das, sobald das einen Namen sieht, dann schreibe ich mal auf. So, letztes entscheidendes Drittel gegen Berlin hier zu Hause. Schick gemacht. Oh, gut. Oh, Berlin geht in Führung. Aber es macht nichts, wir werden hier gleich die Antwort schießen, wieder meine lieben Sportsfreunde. Ich werde so dran von 2 auf 1. Glaube ich, das ist ein Anfang besser, wie ich drin bin. Durch dass die aus der Fantasy League die Freezers, der glaube ich von der Gesamtpunktzahl her stärker waren, hat das mit 2 ganz gut funktioniert. Oberstes das Ziel ist, Meister zu werden, in die Playoffs kommen und Tabellenführer zu werden und zu bleiben. Das sind die drei Ziele, wo ich mir gesteckt habe für die Season. Schaut. Das erste Heimaufstiegsspiel läuft nicht gut. Aber wenn wer einen Tipp für mich hat, dann bitte unten in die Kommentare rein. Ich werde es dann, sobald das ich lese, berücksichtigen.
Aber da lasse ich mich jetzt nicht frustrieren dadurch. Aber ich habe dir schon fast gedacht, dass du die Einstellungen alle nach Team machen musst. Weil was die Teams Gesamtpunktzahl hat, genau da musst du den Schwierigkeitsgrad wählen. Und somit verlieren wir das zweite Spiel. Wir haben keinen Star, wir haben keine Assists. Werden dann zugerechnet. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich teuflisch anrutschen in der Tabelle. Schauen wir gleich noch. Ich glaube, dass wir jetzt auf dem letzten Platz sind. So, erster Platz, Ingolstadt. Oho! Und das gerade mit zwei Spielen. Dann Wolfsburg auf der 2. Augsburg auf der 3, Köln auf der 4, Straubing auf der 5, München auf der 6, Schwenningen auf der 7, Krefeld auf der 8, Berlin auf der 9, Düsseldorf auf 10, Nürnberg auf 11, Iserlohn auf der 12, die Adlers auf der 13 und wir sind Schlusslicht auf der 14. Aber wir haben bei nur 50 Spieltage, dass wir uns nach vorn kämpfen. Und das heißt jetzt, wir passen jetzt hier das Ganze ein bisschen an. Und zwar ein Schwierigkeitsgrad tragen wir jetzt zurück auf die 1. Und dann werden wir uns dann im nächsten Spieltag das anschauen, wie das dann ist, wenn wir gegen die Straubing Tigers spönt. Aber das war's jetzt für diesen Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gedruckt gehabt. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier bei mir weitergeht, nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.